Ja, im Schulgarten des Weinviertelmuseumsdorfes Niedersulz wächst Hanf. Und das weist auf eine lange landwirtschaftliche Tradition und Verwendbarkeit dieser Pflanze hin. Wir verraten Ihnen jetzt mehr über dieses Superfood, das verstärkt angebaut wird. Denn Hanfsamen sind reich an Nährstoffen und Vitaminen. Wir haben den ältesten Hanfbetrieb Österreichs, die Hanfwelt in St. Leonhard am Forst im Ostviertel, besucht. Wenn die Luft rund ums Feld langsam immer süßlicher und intensiver duftet, dann ist die Hanfernte nicht mehr weit. So wie jetzt bei Bio-Hanfbauer Stefan Riegler-Norscher. Seit 1996 setzt seine Familie voll auf diese schnell wachsende Pflanze und ist damit Österreichs ältester hanfverarbeitender Betrieb. In nur 128 Tagen kann Hanf eine Höhe von bis zu 5 Metern erreichen. Bei dieser Sorte ist es etwas weniger, aber auch sie wird bis zur Ernte im September noch auf 2 bis 3 Meter anwachsen. So ein Hanffeld ist, im Gegensatz zu vielen anderen landwirtschaftlichen Kulturen, relativ pflegeleicht in der Bewirtschaftung. Ja, der Hanf ist grundsätzlich eigentlich eine ganz wichtige Kultur für den Boden, weil erstens einmal bringt er durch Stroh sehr viel Kohlenstoff rein, sehr viel Lignin, das heißt, das ist sehr wichtig für den Humusaufbau. Auf der anderen Seite ist er aber auch ein Tiefwurzler. Das heißt, er geht relativ tief im Boden rein und holt sich da die Nährstoffeinschlüsse aus. Das heißt, er macht eigentlich das, was zum Beispiel auch Distel macht oder Ampfer. Das für den hier hat er sehr gut gerade unterdrückende Wirkung. Das heißt, für den Boden ist er da schon mal sehr wichtige Pflanzen. So unkompliziert Hanf beim Anbau ist, so herausfordernd ist dann aber die Weiterverarbeitung. Vor allem das Hanfstroh zu verarbeiten ist keine leichte Aufgabe, denn es ist eine der stärksten Naturfasern. Die Einsatzmöglichkeiten für dieses Stroh sind allerdings enorm. So hat die Familie etwa das Hallendach mit dem eigenen Hanfstroh gedämmt. Aus dem Hanfstroh kann man eigentlich einige tausend Produkte machen. Also mittlerweile kann man sogar Kunststoffersatz daraus machen. Das, was eigentlich meines Erachtens noch sehr viel Potenzial noch hat. Wir machen so Spülereien mit einer Seilerei in Amstetten. Da machen wir so Fasergewinnungsversuche für Textilien. Das ist halt eine sehr interessante Geschichte, weil wir einfach nur in der Nachkriegszeit stehen mit der Technologie. Weil dort ist das eigentlich alles aufgehört worden in der Nachkriegszeit und seitdem hat es keine Entwicklung mehr gegeben. Und wir müssen jetzt eigentlich einmal das Rösten lernen, dass wir die Schäben und die Faser voneinander trennen können. Und da ist nur ein weiter Weg, bis wir mal Hosen zusammenbringen. Eine weitaus größere wirtschaftliche Bedeutung hat der Hanfsamen. Hier am Hof in St. Leonhard am Forst werden jährlich etwa 300 Tonnen Samen verarbeitet. Aus dem eigenen Anbau und von 80 weiteren Landwirten, die zuliefern. Etwa die Hälfte wird geschält und als Schälhanf verkauft. Auch Hanföl wird hier produziert. Für die Ölgewinnung braucht es vor allem Geduld. 1 Liter Hanföl zu pressen dauert etwa 1 Stunde. Abgefüllt wird dann in Handarbeit. Hanf gilt als äußerst gesundes Lebensmittel. Die Hanfsamen enthalten alle essentiellen Aminosäuren, sind ein perfekter Eiweißlieferant. Das Hanföl ist reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren und soll den Cholesterinspiegel senken. Insgesamt 15 Produkte werden hier im Familienbetrieb erzeugt. Von Teigwaren aus Hanf über Sirup und Schokolade bis hin zu Tee und Knabberhanf. Besonders beliebt ist der Schälhanf. Den kann man überall verwenden. In der ganzen Küche, angefangen von ganz klassisch ins Müsli einmischen, bis hin zu der Fischpanier dazu, in jedem Kuchen rein, wo Nüsse drinnen sind, überall, wo Mohnmantel oder Sesam drinnen ist. Also der Schälhanf passt eigentlich überall rein. Das Hanföl kann man dann auch sehr gut verwenden für die kalte Küche, das heißt für alle Salate, für Rohkost, für Aufstriche, zum Topfenaufstrich zum Beispiel dazu. Oder wo man es auch sehr gerne verwenden, zum Beispiel sind gedünstetes Gemüse rein oder so, oder zum Gemüsecremesuppen dazu. Wichtig ist halt nur beim Hanföl, dass man es nicht mehr erhitzt, wenn man es reingegeben hat. Derzeit ist ein wahrer Trend zum heimischen Superfood Hanf spürbar. Einerseits in den Küchen des Landes, andererseits bei Landwirten, die das große Potenzial dieser Pflanze immer mehr für sich entdecken.